Hallo zusammen, hier ist wieder Heutzutage und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen, ja, so ein kleines Level-Video präsentieren. Wir leveln nämlich wieder meinen Dunkeleisenzwerg weiter. Mittlerweile bin ich Stufe 50 und ja, der aufmerksame Zuschauer wird festgestellt haben, letztes Mal war ich 49, jetzt habe ich eine Stufe plus gemacht zwischendrin. Ich habe ein bisschen dieses 14. Geburtstagsevent ausgenutzt und immer mal wieder die Daily gemacht und das hat recht gut EP gebracht. Habe tatsächlich ein Level dadurch machen können. Und ja, jetzt starten wir den Timer. Wir machen jetzt wieder ja, ein paar Dungeons, würde ich sagen. Ich habe mir da nämlich jetzt wieder eine. Warte mal, warum kann man. Ihr könnt. Achso, ja, ich bin hier noch in einer organisierten Gruppe, das müssen wir jetzt mal abqueuen. Wenn zwischendrin noch einer mit möchte, ne, sagt einfach Bescheid, dann können wir gerne einladen. Ich will aber jetzt halt möglichst Leute 50 plus dabei haben. Nicht Alter, sondern Level, ne? Einfach um in Dungeons zu kommen, die ein bisschen höherwertiger sind vom Level her, weil wir da die Quests noch offen haben. Und ich möchte Düsterwuch umgehen. Ich sag's doch eben noch, ich möchte Düsterbruch umgehen. Was kommt? Zack, Düsterbruch. Ich hasse dieses Game. Ich hasse es. Was haben wir denn hier? Sind die anderen Lower 47, 48? Ja. Ah! Warum? Warum Düsterbruch? Dieser Drecksladen, echt? Dieser Drecksladen. Ja, er sollte natürlich 50 plus unter 60 sein, sonst geht's natürlich auch nicht, ne? Oder 60 abwärts. Ach, Dreck! Jetzt bin ich schon wieder Düsterbruch gekommen. Das ist ein Drecksladen, ja, diese Innie. Das ist einfach das letzte Loch, ja? Man muss es einfach so knallhart sagen: Düsterbruch ist das letzte Loch, ja? Ja, komm, jetzt aber. Avanti! Eigentlich, die Bäume hier müsste ich gar nicht machen, die könnte man einfach stehen lassen. Damagen wir hier mal ordentlich rein. Verursacht. Nein, nicht verursacht. Der Heilung verursacht einen Schaden, brauche ich. Mit dem habe ich ein bisschen das anders gebindet als mit meinen anderen Paladinen. Muss ich jetzt mal gucken, weil eigentlich habe ich meine Heilung immer auf dem Mausrad, aber gut. Bitte, naja. Gut, ich sag mal so, die Innie ist zwar auch nervig, aber die anderen Düsterbruch-Innies sind noch nerviger. Wenn du jetzt siehst, die Ogre-Innie ist halt einfach nur Kacke, weil teilweise dieser eine Trash-Boss extrem krass ist, also für die meisten Gruppen sogar zu krass. Und die andere, wenn du nicht diesen Runterspringskip machst, dauert es halt einfach ewig, weil sie ewig lang ist, ne? Mit diesem Wichtel, die Innie, meine ich. Die meine ich. So, jetzt müssen wir nach oben. Aber ich habe das letzte Mal gelernt, wir können den einen Boss da hinten, den musst du nicht machen, weil der bringt dir nichts. Außer du brauchst die Quest, aber die ist ja wurscht quasi. Oder ich hab die Quest auch schon gemacht. Von dem her ist die uninteressant. Nein, Trigger bitte nichts. Wo läufst du? Ernsthaft? Ich hasse dich. Trigger doch den Thresh nicht. Macht doch nicht sowas mit mir. Ich will möglichst schnell aus der Annie wieder raus. Also den Boss da hinten, den musst du nicht machen, weil du brauchst ja quasi eigentlich nur den Boss da unten, ne? Den brauchst du. Und den Endboss. Also den Boss da unten brauchst du, weil du sonst nicht durch die Tür durchkommst. Und mittlerweile ist es ja so, dass die komplette Abschluss-EP am Endboss hängt. Ja, heißt, du musst eigentlich nur den Endboss machen und bekommst den Riesenbatzen an EP. Jetzt ist die Sache aber in der Instanz, dass du durch die Tür da unten nur durchkommst, wenn du den Baum gekillt hast. Wenn du den Baum töten willst, kommt aber die kompletten Bäume davor. Heißt, du musst die Bäume davor machen. Und den Baum, dass du zum Endboss kommst. Und dass du zum Endboss kommst, musst du das Schild weghauen, das den Endboss umgibt. Und das kriegst du nur weg, wenn du die Pylonen ausschaltest. Heißt, du musst die Bäume hier außenrum machen. Du musst die Pylonen machen. Und. Warum addet ihr denn die. Hat er da aktiv drauf geschossen? Warte mal, wer war das von den Gammlern? Irgendwer hat die geaddet. Wahrscheinlich der komische Dings da von Zenjin, oder? Der Shadow hat die geedit. Wo ist denn da eigentlich der Hunter?
Warte mal. Steht der hier irgendwo? Doch, der ist da hinten. Oh, der Hunter macht richtig viel Damage. Der Hunter, der rastet ja richtig aus, ne? Fuck, war das knapp. Der Hunter war's. Ja, der Hunter. Also der Hunter, der macht richtig Damage. Seht ihr das? Der macht der nur Autoshot? Warte mal, Hä, was macht der denn? Autoshot macht am meisten Damage. Na, Glückwunsch. Eine Damage-Maschine. Das ist halt das Problem, wenn du mit Randoms unterwegs bist. Was macht der denn? Der macht gar nichts. Jetzt schießt er. Jetzt hat er den ersten Schuss gemacht. Ernsthaft? Das ist doch. Also, wenn dann ist. Also, drei Möglichkeiten. Er ist scheiße ohne Ende. Er ist ein Bot. Oder der Typ spielt zwei Chars gleichzeitig und hat den nur auf Follow. Das ist das dritte, was sein kann. Ich beobachte den Typen mal. Halt, warte mal, nein, Ausschlusswahl wollte ich gar nicht. Ich wollte den beobachten. Aber das wäre das nächste, ja. Ausschlusswahl wäre das nächste. Okay, er macht immer noch nichts. Immer noch nichts. Jetzt bleibt er stehen. Okay, der hat gar keinen Schaden gemacht bei dem Trashpack. Also wirklich nichts, seht ihr das? Immer noch nichts? Immer noch nichts? Ah, jetzt schießt er. Jetzt schießt er, okay. Achso, er will mich trollen. Ne, ich glaube, das wird schwierig. Du kommst ja einfach in den Random Indie rein. Also, jetzt speziell mich zu trollen. So, Leute, gucke ich mir gar. Aber jetzt, schau mal, jetzt macht er sogar ein bisschen was. Jetzt ist er dabei hier. Jetzt ist er dabei, der Hunter. Ich glaube, der muss erst sich. Warte mal, die Mobs brauchst du gar nicht. Theoretisch kannst du jetzt zurück. Also den Boss da hinten braucht man nämlich auch nicht. Man braucht nämlich nur die Pylonen. Achso, der ist seine Freundin. Dann sag ich ihm, dass er nicht trauen soll. So. Alles klar. So, eigentlich müssten wir da draußen jetzt noch ein paar Bäume machen. Obwohl, komm, das packen wir doch, oder? Wahrscheinlich beißen wir jetzt übelst ins Gras. Was macht der Hunter? Ist er da? Ja. Der portet dich halt instant rein, ne? Und routet dich da. Steht er da schon wieder dort? Seht ihr das? Da oben? Ich glaube, der braucht immer so ein bisschen. Der muss laufen, dann stehen, 5 Sekunden warten und dann kann er erst schießen. So kommt mir das vor. Schau mal, der macht wieder nichts. Er macht gar nichts. Jetzt kommt der gezielte Schuss. Also der. Der nutzt jeden Kuh. Oh fuck, das sind aber viele Bäume. Ja, den einen kriege ich jetzt nicht. Jetzt taunten wir den nochmal. Das ist halt das Problem, wenn du am Anfang nicht alle machst. Jetzt haben wir halt alle gleichzeitig am Arsch. Boah, die Heilung ging gerade noch durch, ne? Muss ich dann gleich bubbeln. Okay, jetzt muss ich bubbeln. Jetzt gehen die halt auf den Shadow, ne? Aber ich bin nicht gestorben. Deswegen, jetzt ist der Shadow halt, musst du dran glauben. Stehst du mit dem zweiten Account beim Schar des Zorns? Sie. Ich stehe immer mit dem zweiten Account beim Sie. Beim Schar des Zorns. Schon richtig verwirrt hier. Boah, wir haben es geschafft. Es gab einen Kollateralschaden, den Shadow, ne? Dann hat der Baum weggemiedelt, dass ich bubbeln musste. Aber es ging aus. Warte, ich kann euch zeigen hier. Ich stehe beim Schar des Zorns mit dem zweiten Account. Bist du das neben mir? Kann das sein? Und viele Chars von mir heißen Taylor, ja. Ja, dann bist du der Mage, der neben mir steht. Naja. Weißt du, ich nutze die Zeit immer ganz gerne effizient. Im zweiten Account stehe ich eigentlich immer beim Schar des Zorns, wenn ich online bin. Außer ich habe natürlich alle meine IDs rausgeballert, aber das sind doch einige IDs, die ich habe, weil ich ja doch 70 Chars habe, ne, mit denen ich den Schar des Zorns machen kann. Und ja. Aber ich mache das nie aktiv, ich mache das immer mit dem zweiten Account quasi. Das ist immer ganz praktisch. Dann kann man die auch gut nutzen, ne, weil ich zahle keine zwei Accounts, wenn ich die nicht beide auch nutze, ne.
Irgendwann kriege ich ihn, so wie die anderen, wie Galleon, Char und so. Da habe ich auch ewig lang gedacht, dass ich sie nie kriegen werde, aber dann sind sie in relativ kurzer Zeit hintereinander alle geprockt, ne? Da war ich sehr erstaunt. Rüber können wir gehen. Doch, ich habe 70 Chars, deswegen kann ich auch mit 70 Chars den Char des Zorns farmen, ne? Zum Beispiel hier siehst du es, das sind meine Chars mit IDs, ne? Hier kann ich schon mal runterscrollen. Das ist halt der erste Account, das sind etwa 40, glaube ich. Auf dem anderen habe ich nochmal 30. Shit, ich muss mich mal selber heilen, weil mein Heiler. Wo ist denn der? Ne, das ist der Shadow, ne? Der Heiler ist schon da, okay, gut. Aber der Hunter und der Shadow sind noch nicht da. Wie viele Mounts fehlen dir insgesamt? Eine Handvoll, sage ich jetzt mal. Genau kann ich es dir nicht sagen. Aber ich meine, zwei Mounts aus Dungeons sind das, ne? Also die zwei aus King's Rest und Freihafen. Dann vier aus Inseln sind sechse. Dann der Kopf aus Riesenflöz sind sieben. Char ist Nummer 8. Und dann gibt es noch zwei PvP-Mounts und 19. Also 10 Mounts. Wobei ein PvP-Mount kriegst du noch nicht, weil das erst reinkommt mit der nächsten Season. Ne? Und die nächste Season wird ja dann mit 8.1, also am 12.12. Also zumindest endet die eine am 12.12. Wann geht die andere los? Ist das nahtlos mittlerweile? Wahrscheinlich irgendwann halt danach, ne? Wie das jetzt genau ist. Die haben ja das System ein bisschen umgestellt mit den Seasons, ne? Die müssen ja jetzt nicht mehr die Gladi und Sachen auswerten, weil du es ja in der Season jetzt kriegst. Genau. Ja, und sonst sind es noch ein paar, die da unten angezeigt werden, die du aber nicht so kriegen kannst, wie zum Beispiel den Blizzard-Bär, ne? Den hast du ja damals auf der Blizz. Oh mein Gott, was. Ach du heilige Scheiße, wie kannst du denn das alles adden? Hä? Wie hat denn der jetzt drei Gruppen geaddet? Das schaffst du ja nicht mal, wenn du es absichtlich machen willst. Ja, ich werde so. Hat der Shadow die geaddet? Hä, ich wollte ihn ausschlagen. Das hat jetzt nicht funktioniert. Der hat jetzt den kompletten Laden hier gedottet, das und das wrecken wir hier. Alter, so ein Spacken, echt, wie ich solche Leute hasse. Den am besten auch gleich weg. Kann nix, weg damit. Keine Ahnung. Weißt du, wenn die Leute scheiße sind, aber dann zumindest nicht den Raid sabotieren oder die Gruppe sabotieren, ist ja alles fein. Aber wenn du dann noch absichtlich alles pullst, dass du vibest, keine Ahnung, dafür habe ich kein Verständnis. So, raus mit dem Gesocks. Raus mit dem Gesocks. Mein Gott. Weißt du? Ich laufe da extra am Rand komplett ran und er dottet einfach alles zu und wir verrecken dann halt, weißt du? Vor allem, es bringt halt nicht mal was. Du kriegst halt so wenig EP von den Mobs, dass der Dungeon-Abschluss, ein schnelle Inni, ist halt 10-mal so viel wert, wie einfach jeden Mob hier zu töten. Das bringt halt nichts. Und vor allem, wenn ich sowas mache, dann sage ich halt, hey, wollen wir ein paar mehr Mobs machen und pull nicht einfach irgendwas zusammen und lass die Gruppe dafür vibe. Weil jetzt, das kostet halt nur viel mehr Zeit, sowas. Keine Ahnung, ich hasse so Leute. Ich freue mich immer, wenn solche Leute mit sowas nicht durchkommen. Tja, das hat er jetzt davon. Inni mitgemacht und keine NTP. Solche zwei Gammler, ganz ehrlich. Ich glaub ja, dass es ein Typ war, der beide Accounts gesteuert hat. Und der uns jetzt nur abfacken wollte, keine Ahnung. Aber schau mal da, die haben das sogar hier überlebt. Naja, du kannst ja nicht pauschalisieren und sagen, alle Randoms sind scheiße. Man ist ja selber auch ein Random, wenn man mit anderen spielt. Aber es gibt halt manche Leute, die spielen halt absichtlich einen Scheiß zusammen. Oder weiß ich nicht, was denen in ihrem Kopf vorgeht. Keine Ahnung. Ja, ich weiß, wir müssen jetzt gucken. Aber danach können wir eh einen Endboss machen. Wir haben alle Mobs weg, ne? Also, wir wären jetzt schon durch mit der Instanz, wenn die jetzt hier diese ganzen Pats nicht gepullt hätten, weil die hauen auch richtig Schaden drauf. Sind ja relativ viele Mobs in diesen Pats immer drin. Deswegen skippe ich die halt, ne? Weil die bringen dir nix. Und lass jetzt mal schnell gucken, dass wir zum Dings reinkommen.
Okay, aber Schar beim dritten Kill, also Schar ist wirklich das Mount, das am sel also die geringste Dropchance hat, ne? Also das ist wirklich das beschissenste Mount, das es gibt. Und wenn du das hast, dann hast du sehr großes Glück gehabt, wenn du es unter zigtausend Tries hast. Wo sind denn die anderen Dudes? Okay. Weißt du was? Der eine gammelt irgendwo am Eingang rum. Rax, irgendwas. Wo ist denn der? Moment, jetzt müssen wir mal schauen. Nein, da ist er nicht. Der läuft da gerade rein. Ja, komm. Hier. Geschenkt. Geschenkt. Boss und auf geht's. Gib ihm. Ich frage mich, ob bei so einem Mob, der eine große Hitbox hat, ob die Hammer dann mehrmals treffen, ob das funktioniert, ne? Das weiß ich nämlich gar nicht, ehrlich gesagt. Das weiß ich nämlich, ehrlich gesagt, gar nicht genau. Ah ja, schau, da ist unser Schar des Zorns. Den können wir jetzt auch noch umboxen. Vielleicht kriege ich ja meinen Mount, wenn es gut läuft. Weißt du was, ich wette, dass der Worry jetzt nicht nach den Gruppen schaut, die außen rumfliegen, dass er da einen Mob mitzieht, oder? Oh nein, er hat keinen Mob mitgezogen. Ich bin beeindruckt. Ich bin echt beeindruckt. Sonst triggern die immer noch 5 Millionen Mobs. Oh, jetzt habe ich versehentlich ein Pet gelernt. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Okay. Ja, manchmal muss man auch Glück haben, ne? Manchmal muss man Glück haben. Ich habe ja auch bei Galleon und was war es damals? Ruckma, habe ich ja re relativ und auch Undaste, ne? Es war innerhalb von ein, zwei Monaten, habe ich alle drei World Boss Mounts gekriegt. Also, und davor habe ich 3, 4 Jahre gefarmt oder noch länger und kam nichts rum, ne? Das ist manchmal einfach so. Manchmal hat man Glück. Gut, dann lass mal rausliefen hier. Die könnt ihr euch ja rühren, ne? Wenn einer dann später Bock hat mitzukommen, könnt ihr gerne mit rein. Wir versuchen halt möglichst zügig durchzukommen, ne? Das ist halt so ein bisschen das Ziel. Heute den Char irgendwann so Richtung 60, also ich werde es wahrscheinlich nicht ganz auf Stufe 60 packen, ne? Aber so Richtung 60 möchte ich ihn auf jeden Fall kriegen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wie weit wir kommen. Jetzt gucken wir mal. Das Inventar habe ich auch ein bisschen ausgeräumt. Den neuen oder den alten Tiger? Das ist jetzt die Frage. Weil der alte, der ist schon ein bisschen. Also der alte ist ja dieser Orange, ne? Der neue ist ja nicht mehr so cool orange. Das ist ja, glaube ich, ein ganz normaler Panther. Das ist die Frage. So. Schau mal, wie teuer. Achso, warte mal. Haustiere dürften keine drin sein, oder? Außer der Tiefen. Na, schau mal, Tiefenlichtding. Ja, der ist drin. Das einzige, den ich noch brauche. Beim Mounts. Mal gucken, ob hier auf Antonidas. Ah, 799k kostet der auf Antum. Ist nicht ganz günstig. Ist nicht ganz günstig. Die einzigen zwei Sachen, die ich Mounts pet-technisch noch im Auktionshaus erwerben kann. Der ist dann, ja. Mach das. Ich level halt mein. Ah, schau mal, wir haben Proc. Ich level halt meinen. Oder meine, besser gesagt. Ich muss hier im Plural sprechen, weil ich ja den Dings auch noch als nächstes spielen will, den Magar-Ork. Immer am Samstag halt hoch, ne? Und wenn du jetzt sagst, hey, du willst da auch mal mitmachen, kannst du das gerne auch. Und kannst ja dann so unter der Woche weiter leveln, dass du auf dem gleichen Stand bist. Kann man das immer ganz gut machen. So. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht wieder so Experten dabei. Gut, die Instanz habe ich jetzt leider auch schon mit Quests. Das ist ein bisschen blöd. Glaubst du, in die ganz hohen Inis kommst du echt schwer rein, ne? So teilweise echt schwer rein. Weiß ich nicht, pullen wir mal nicht ganz so viele hier. Weil hier gibt es ein paar, vor allem diese neutralen Mobs, die hauen ziemlich rein. Und die großen, die hauen auch ziemlich rein. Also hier kannst du leicht mal am Anfang schon wipen. Ohne Account Key, okay. Gut, aber mittlerweile so teuer ist es doch gar nicht. Was, wer wird gesperrt? Also der Account wird eigentlich nicht gesperrt, wenn du lang nicht spielst. Du musst halt einfach nur wieder Geld bezahlen, dass du wieder rauf kannst. Also ich kann mir eher vorstellen, dass du irgendwas angestellt hast und dass das dann gesperrt wurde, ne? Aber einfach nur, weil du nicht spielst, wird er nicht gesperrt.
Außer du hast ihn nicht bezahlt, dann kannst du natürlich auch nicht spielen, ne? Ist klar. Ja, aber, also gut, jetzt Ende vom Add-on kam er ziemlich schnell an Gold, ne? Mal gucken, wenn wir jetzt hier am Rand vorbeikommen. Wir müssen ja die ganzen Sonderbosse nicht machen, das ist das Gute. Wir können ja direkt zum Endboss durchgehen. Ja, wir werden wahrscheinlich eh adden. Zu 70er Zeiten. Ja, aber dann hast du, also wenn der Account gesperrt wurde, dann kriegst du eine Mail von Blizzard, ne? Da steht dann auch meistens zumindest im Rande drin, was du gemacht hast, ne? Also einfach sperren, ohne dass irgendwas kommt, passiert eigentlich nicht. Na fuck. Ja, da hat wieder irgend so ein Dödel noch zusätzlich den Postkasten aufgemacht und die Elite-Postkastentypen rausgeholt. Die hauen halt auch extrem rein. Die Innie ist hier ein bisschen unbalanced, was Mobstärke angeht, im Gegensatz zu anderen Innies. Schau hier, diese untoten Postboten, die haben wir halt nochmal zusätzlich. Die hat irgendwer rausgeholt. Da kommen halt drei Postboten raus und die zerrupfen dich halt ziemlich. Also ist halt wieder irgend so ein Experte, der hat sich gedacht, oh, das ist ein Postkasten, den kann ich anklicken. Ja, jetzt hat meine Weihe den Dings getriggert hier, den Non-Elite. Doch den Elite, aber den hier neutralen. Wie ist erst halt Azeroth wieder? Meinst Battle for Azeroth. Weil Azeroth heißt ja das ganze, der ganze Kontinent quasi. Oder der Planet besser gesagt. Hier, ja. Aber wir haben Hexer dabei, der ganz gut reinhaut, ne? So ein Norgonon, ne? So, jetzt aber. Also das da hinten, das linke, brauchst du gar nicht machen, das Zeug. Wenn ich hier den Gaul anschmeiß, komme ich ohne Dings durch, ne? Weißt du, wie dieses Addon heißt, wo man Horde-Gegner MBG sehen kann? Welche Horde-Gegner MBG? Ich weiß, also, die Gegner kannst du im Normalfall immer MBG sehen, also, aber halt nicht auf der Minimap, ne? Oder meinst du auf der Minimap? Aber wenn das gehen sollte, dann hört sich das nach dem Addon an. Muss ich mal bubbeln. Ah, schau mal, jetzt gehen sie aufs Pet. Verdreschen sie das Hexenmeister-Pet. Wunderbar. Ja. Wir haben schon wieder so einen Hunter dabei, der halt wirklich gar keinen Damage drückt. Oh, ich brauche die Heilung. Boah, shit. Also wenn dann sind... Also der ist auch schon wieder unterm Heiler, ne? Was macht denn der? Der Hexer macht fast... 1k Schaden und der Hexer macht 100. Der macht ein Zehntel von dem, was der Hexer macht. Das ist halt krass im Verhältnis. Die Tage oder so, okay. Das kenne ich tatsächlich nicht, ne. Nö, den brauchen wir auch nicht. Du musst einfach wirklich nur durch. Jetzt lauft der in meine Weihe rein. Nee. Den kannst du behalten. Wer Pult behält. Da ist er down. Jetzt hat der Heiler die Aggro, jetzt muss ich ihn tanken. Adios, amigos.
Das ist halt diesen Gammelboss hier mit drin, den du nicht machen musst. Oh, jetzt habe ich nichts mehr. Ich habe auch keine Bubble mehr. Haben halt immer noch diesen blöden Timmy am Arsch, weil der Hunter den rangepult hat. Ach, verdammt. Der haut halt richtig rein. Ach, immer diese Gims, die den Scheiß zusammenpullen. Ich hasse es. Nee, ich sag nichts gegen Hunter im Allgemeinen, sondern gegen spezifische. Zum Beispiel den hier, der hier gerade wirklich gar nichts gemacht hat an Schaden und dann einfach irgendeine Scheiße mal pullt. Keine Ahnung. Solche Leute kann ich halt nicht leiden. Wenn du dann halt vibest, ne? Weil dann halt noch jemand meint, der muss irgend so einen Boss dazu pullen, den du halt nicht mal im Ansatz irgendwo brauchst. Wenn dann wegen der Quest braucht, dann kann man halt schreiben, hey, ich brauch den wegen der Quest. Welches Addon meinst du denn? Ich weiß jetzt nicht genau. Welches du meinst? Na super, jetzt hast du da wieder den Burger, den willst du nicht dazu haben. Zählt halt einfach wieder ungemein auf, ne? Jetzt haben wir immer noch diesen scheiß Timmy am Arsch. Der bringt halt ganze 1000 EP und das war's halt, ne? Also das ist halt so sinnlos, diese Extra-Bosse zu machen. Ah, super, der da hinten, der kommt halt auch mit. Wie haben wir denn die jetzt geedit da hinten? Also manchmal, weil ich muss mein Hupult-Addon mal wieder updaten, ne? Und mal wieder gucken, wer hier die ganze Zeit irgendwelche Mobs sieht. Die waren da hinten gestanden, also. So weit fliegt das Schild aber niemals, ne? Also das fliegt weiter als ich manchmal denke, ne? Aber so weit auch wieder nicht. Ja, wenn du halt einmal stirbst, manche Leute verirren sich dann halt in den Instanzen. Oder pullen dann nochmal 10 Mobs dazu und dann dauert ein Vibe halt die dreifache Zeit, was halt so ein Instanzrun eigentlich. Schau mal, was machen denn die da? Hallo? Ach. Kann man nicht einfach einmal durch die Instanz durchflitzen, ohne dass du mit behinderten Leuten spielen musst? Weiß nicht. Vielleicht habe ich da falsche Vorstellungen, ne? Aber. Machen denn die da? Vor allem, da sind wirklich alle Mobs weg, ne? Wir haben ja schon alles weggepult. Laufen hin, laufen her. Du machst jetzt wieder hier den Scheiß zu dritt, ne? Ja, es ist halt echt. Ich glaube, ich queste lieber. Also. Also, ich verlange ja nicht mal, dass du jetzt mit lauter Leuten drin bist, die krass sind, ja? Also, die jetzt richtig Damage drücken oder irgendwas, das verlange ich ja nicht mal, ja? Dass du das nicht kriegst, ist ja eh klar, ja. Aber dass zumindest die mitlaufen und halt auf das draufhauen, wo du draufhaust und vielleicht nicht nochmal 5 extra Mobs pullst, die du nicht haben willst, ja. Das wäre halt schon mal ganz schön, ja. So diesen Minimalkonsens wäre halt schön, wenn man hinkriegen könnte. Ja, aber die sind doch gerade hin und her gelootet, da war nichts mehr. Ich habe ja die ganzen Sachen mitgenommen. Also da war ja nicht mehr irgendwas. Keine Ahnung, was die da machen. Naja, zumindest sind sie jetzt da. Ach so, das, du meinst, jetzt weiß ich, welches Addon du meinst, boah, also ich weiß, welches du meinst, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Es ist bestimmt, Exhaustless Raid Tools könnte es sein. Könnte es sein. Aber ich habe mittlerweile, leider, also was heißt leider, ich habe einfach zu viele Addons drauf und auch schon manche so lang, dass ich teilweise gar nicht mehr weiß, welches was genau macht, ne? Also, es könnte Exhaustless Raid Tools sein, das immer im Chat anzeigt, wer durch was gestorben ist. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht.
dauernd in ihn zum Kotzen. Ja, ich habe ja zwei Leute dabei, die aus dem Stream sind, ne? Und die machen ihren Stuff, die laufen mit mir mit und fertig ist, ne? Und dann hast du halt zwei Randoms dabei und die machen halt Käse ohne Ende. Ja, das ist leider nervig. Können wir da durchlaufen, ohne dass wir die anderen auf der anderen Seite adden? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, okay, die triggern. Aber es war abzusehen. Es war abzusehen, dass die triggern. Warte, wenn wir jetzt hier hinterm Dings gehen. Oh, der Schar des Zorns ist am Stissel. Bisschen mit reinkicken wäre manchmal auch nicht schlecht. Dann kannst du halt Damage rausnehmen, weil die hauen halt teilweise schon ganz gut rein, ne? Also. Und was habe ich gekriegt? Wieder eine scharberührte Goldtruhe. Yay! Wieder nix am Schar des Zorns. Und das brauche ich für Transmog, oder? Schau mal an. Das ist auch so besser. So, der nächste Raum ist immer sehr anfällig dafür, dass irgendwie alles geaddet wird. Ja? Also der ist, oder? Nee, noch nicht der Raum, sondern also danach quasi um die Biege vom Endboss. Das ist immer sehr, sehr anfällig, dass alles getriggert wird. Du weißt jetzt, welches Addon? Okay, wunderbar. Also wie gesagt, manchmal bin ich mir gar nicht sicher mehr, was macht, ne, wenn man es schon lang hat. Hier in den Seiten, da stehen nämlich extrem viele Mobs drin. Und die machen gern mal so ein Spä solche Späße mit, dass dann quasi fünf Putts geaddet werden. Und das ist dann hier immer relativ ungünstig. Und zumal AEn die hier relativ viel. Ah, nee, die desorientieren wir mal alle. Ob ich beim Char auch Chars vom Malorne sehe, im Endeffekt hängt es daran, wie die gefaced sind. Also wenn du PV, also es ist ja erstmal die Unterscheidung, ob du einen Warmode anhast oder nicht. Und dann quasi auf dem deutschen Server bist und sobald man auf dem deutschen Server ist und den Warmode an hat oder aus hat, ne, also eins von beiden auf demselben Niveau zumindest ist, dann kann man einen sehen. Und zwar werden da so lange eigentlich immer Server zusammengelegt, bis genug Spieler in der Zone sind. Ne? Und das ist meistens als erstes im Ream-Pool, kann aber teilweise sogar weitergehen, wie ich es manchmal gesehen habe, weil ich teilweise da schon Leute auch sehe, die nicht in meinem Ream-Pool sind. Ne? Und vor allem bei großen Servern wie Antonidas und solchen Geschichten hast du ja, glaube ich, gar nicht so viele im Reap-Pool, meines Wissens nach. Also, oft siehst du da relativ viele Leute von verschiedenen Servern, um es mal auf den Punkt zu sehen. Es kann gut sein, dass ich auch dich von Malorne sehe, ja. Mit den meisten Charts habe ich den Warmode aus. Weil es einfach nur ätzend ist, weil ich stehe da ja bloß, ne, mit dem zweiten Account und will dann einmal auf den Char draufhauen alle Viertelstunde und wieder weiterloggen. Und wenn mich dann irgendeiner angreift, ich habe dann meistens nicht die Möglichkeit, wenn ich hier halt was am Basteln bin, dass ich da großartig gegenkämpfe. Ne? Deswegen Warmode aus, dann habe ich weniger Ärger und fertig ist. Und fertig ist. Dann mal wurde da gerade das Pet ins Nirvana geführt. Okay, aber es hat nichts getriggert. Ne? Es war knapp an der Stelle. Warte mal, der Heiler ist übernommen. Ne? Sehe ich das gerade richtig? Na wunderbar. Ah, da gab's Live-Pakun. Das ist natürlich bitter, wenn der Heiler wegübernommen wird. Oder der Tank, das ist genauso bitter. Balnazar. Einer von den Dreadlords. Stehst du? Also, ich bin hier gerade mit meinem Char hier, ja. Aber der heißt nicht Taylor diesmal. Was hat der hier für ein Rezept gekriegt? Nicht schlecht. Gut, dann sind wir Stufe 51.
Okay, dann können wir hier wieder rausliefen. Der Hexer war nicht schlecht, aber den Sch der Shami ist ein bisschen low, sonst hätte ich jetzt mit denen wieder gequeued. Ja, lass mal rausgehen. Wir müssen halt immer, also ich will halt gucken, dass wir in Instanzen reinkommen, die 50 plus sind, ne? Um einfach die Quests mitzunehmen. Weil es bringt schon ein bisschen was, wenn du ein paar Quests dabei hast. Und Dings müsste eigentlich auch verdammt schnell gehen, ne? Tempel. Takar musst du theoretisch nicht machen, ne? Meines Wissens nach. Du könntest. Also früher musstest du immer noch die Statuen oben drücken. Ich weiß jetzt nicht, ob du direkt zu Iranikus kannst im Tempel. Und kann man mit? Ja, man kann mitkommen. Wenn du einen hoch genugen Char hast, dann kannst du mitkommen. Ob ich nun queste? Nee, ich wollte eigentlich jetzt noch ein paar Inis machen. Vielleicht später mal ein bisschen questen, ne? Also die Folge wollte ich jetzt erstmal Inis machen. Aber ich merke, dass es durchaus nerviger ist, wenn du Randoms dabei hast, ne? Das ist schon auffällig, ne? Es ist schon echt auffällig. Weiß gar nicht, wo könnte man denn überlegen, wenn ich questen würde, wo ich dann anfange. Ich habe ja eigentlich noch gar nichts gequestet. Dein Charakter ist 53. Ja, klar, kannst gerne mit. Also theoretisch könnten auch Chars unter 50 mit, aber dann würden wir halt nicht in die hohen Indies kommen. Um das geht's mir halt nicht. Ich möchte halt ungern weiter nach Düsterbruch reingehen müssen. Ja, deswegen. ja. Klar, wenn du mitkommen willst, ne, können wir das gerne machen. Dann lade ich dich gerne für die nächsten Dinge ein. So, jetzt können wir mal hier schauen, wie wir es am besten machen. Wir müssen ja eigentlich bloß zum Endboss. Habe ich sogar noch. Wo möchte ich denn hier noch eine Quest offen? Wir müssen eigentlich bloß zum Endboss durch, ne? Und wenn man es hier gut macht, kann man hier eigentlich alles skippen und direkt. Das würden wahrscheinlich die anderen nicht hinkriegen, ja. Haben schon geedit. Haben schon geedit. So viel zum Movement. Aber wir haben nur eine Gruppe. Und die Part haben wir jetzt halt auch noch. Ja, da hinten haben wir jetzt auch noch einen Mob am Arsch. Muss ich den noch? Ja, der hat jetzt den Dings auseinandergenommen. Genau, Iluma ist mein Charmy, den ich da rumstehen hab. Hast du mich entdeckt, ja. Warte. Hier. Da mit dem Charmy bin ich gerade rumstehen. Das ist der Char von meinem Bruder damals. Der hat sich den Charmy erstellt. Der hat nämlich mal auf dem zweiten Account ursprünglich gespielt. Aber nicht sonderlich lange. Und dann habe ich den quasi übernommen, weil der eh auf meinem Battle.net-Account drauf war mit. Können wir vielleicht die Quests dann machen? Wenn du die brauchst, können wir die schon machen, ja? Also ich bin mit allem durch, aber wenn du willst, können wir die schon machen. Hier, du kannst mich gerne anschreiben. Also derjenige, der jetzt hier noch mit wollte. Ich heiße Dark Telar, ne? Auf Antonidas. Einfach anschreiben, dann kann ich dich mit einladen und dann kannst du bei der nächsten Inni quasi mitkommen. Hier kannst du eigentlich auch alles skippen. Außer die musst du halt machen. Na, die, weil die direkt an der Tür dran stehen. Und schau mal, kriegen das alle hin? Ne, wir haben schon wieder was geedit. Ist das gammelig. Aber nur drei, nur in Anführungszeichen drei Mobs. Das ist mit dem Skippen, das klappt aber echt schlecht, ne, mit den Leuten hier. So, Heilzauber, wie wär's? Ich glaube, Heilzauber. Ja, und sie machen halt den einen Mob, der wegläuft auch nicht, ne? Hast halt einen fucking Hunter dabei, juckt ihn nicht und erdet die nächste Gruppe. Wirst gleich sehen. Wie wär's? Dann mache ich jetzt mal. Lass halt an die nicht rangehen. Sonst addest du immer mehr. Na gut, der da hinten hat nicht geaddet, zumindest.
Der würde aber wahrscheinlich nur adden. Ja, hier haben wir schon wieder den nächsten. Ja, jetzt rennen die Viecher hin. Okay, die haben auch nicht geaddet. Interessant. Ja, wir haben ja gerade echt Dusel, ne? Okay, das war jetzt Luck, dass die nicht dazu kamen. Das war jetzt echt Luck. Ja, das mit den Skips ist immer so eine Sache. Ja, nicht schlecht, stehen sie alle beim Schar des Zorns rum, hä? Wie schreibe ich mich an? Also, du kannst mich anschreiben. Oder allgemein jetzt vielleicht so als Info. Wenn ihr jemanden anschreiben wollt, der auf einem anderen Server ist, dann schreibt ihr erst, also Schrägstrich W und den Namen, ne? So wie es auf dem gleichen Server ist auch. Und dann fügt ihr quasi hinter den Namen einen Bindestrich dazu und dann nach dem Bindestrich den Namen. Quasi wie eine Vorwahl beim Telefon ist es hier eine Nachwahl. Also in meinem Fall machst du jetzt slash W, Leerzeichen, dann Darktela, dann ein Bindestrich direkt dahinter und dann Antonidas. Und dann Leerzeichen und dann kannst du quasi deinen Text schreiben. So funktioniert das. Das gleiche geht auch mit Einladen. Also du kannst auch jemanden vom anderen Server einladen. Das geht auch von quasi alle EU-Reams geht das, ne? Also du kannst auch einen Russen anschreiben. Die haben meistens halt kyrillische Namen, da müsstest du halt kyrillische Zeichen schreiben. Aber es würde theoretisch gehen, ja. Muss halt bloß wissen, wie der Spieler heißt. Also du willst die Quest mitmachen, ne? Da müssen wir die Boss hier alle machen. Weil sonst würde ich jetzt direkt zum Endboss laufen und dann wären wir halt fertig. Aber von mir aus, und wenn du die Quest brauchst, können wir die gerne mitmachen. Das ist, glaube ich, der Boss und der da hinten noch, ne? Den wir mitmachen müssen. Würde es gerne. Ja, Horde mache ich jetzt noch nicht. Also das nächste Mal, wenn ich level, ist dann der Magar-Ork auf Hordenseite. Und den will ich aber dann erst anfangen, wenn ich den fertig habe. Ne? So eins nach dem anderen ist im Moment geplant. Ist im Moment geplant. Also da musst du noch ein bisschen gedulden. Wenn ich den oben habe, dann fange ich mit dem Magar-Org an. Und da kannst du dann aber auch gerne mitkommen, wenn du magst. Der Warrior auf dem Class Mount bist du? Ah, hier. Hab dich schon ausgemacht. Jetzt mal gucken, ob du's hinkriegst, mich anzuschreiben. Warte mal, habe ich schon ein W-Fenster? Ja, bis jetzt ist noch nichts eingegangen. Bis zum Ende der Instanz hast du quasi Zeit. Das ist jetzt der Test für dich. Den brauchst du ja auch, ne? Also wenn du hier in Zul'Farak die Quests nicht brauchst, ist das eine fixe Sache. Wenn du die Quest brauchst, dauert das hier ewig, weil du lauter Side-Bosse hast. Oh fuck, jetzt bin ich auch noch voll betäubt. Ja, ich meine das mit dem Anschreiben. Das ist jetzt der Test. Also mit Kicks haben es die Leute auch nicht so, ne? Ich kick schon immer ganz am Ende, um zu schauen, ob irgendwer anders das hinkommt. Ne? Da babbeln wir jetzt mal drauf. Hier auf deinen Kack. Packt er mich einfach ins Frog hier. Was dem nicht alles so einfällt. Ah, fuck. Oh, die Heilung wird gekickt. Okay, sehr gut. Sehr gut, Leute. Im Parler ist es ja noch ein bisschen besser, weil du ja auch mit deinem Schild unterbrechen kannst, ne? Das ist eine schicke Sache. Ah, die Heilung wird wieder unterbrochen. Wunderbar. Okay, ich nehme meine Aussage zurück. Es wird schon gekickt, ja. Also der Typ hat einen Heilschutzzauber, eine Priest-Heilung hat er und eine Shami-Heilung. Also der hat drei Heilzauber. Für so ein Gammel-Low-Level-Boss ist das schon einiges.
Urukai? What? Was möchtest du damit sagen? Ach so, der Name von dem anderen Typen ist so. Ah, jetzt komme ich mit. Jetzt komme ich mit. Ja, hier steht einer, der heißt so der Monk. Jetzt komme ich mit. Ich dachte, das ist irgendwie irgendein Fremdwort, das ich nicht kenne. Ich glaube, den brauchtest du auch für die Quest, ne? Den musstest du auch mitmachen. Ja, der Schurke, ich hab's gerade gesehen. Für die Leute, die sich jetzt fragen, von was wir reden. Ich bin ja mit dem Zweitschaber am Schar des Zorns und hier stehen auch ein paar rum, die im Stream sind, ne? Da wird gerade gerätselt, wer ist. Aber jetzt, er ist jetzt von. Soll ich mal gucken? Warbringer ist. Leute, ist das Warbringer nicht ein englischer Server? Dann ist einer von Khadgar, steht hier. Stehen sogar ein paar von englischen Servern rum, ne? Von Marlorne, genau, das ist den wir vor. Und Nyxia steht. Also hier steht wirklich alles Mögliche hier rum. Was ist das hier? Blackmoor, Aleria, Nostormo. Also ich glaube, es ist mittlerweile fast alles zusammengelegt. Ach, echt? Warbringer ist ein Deutscher? Haben die nicht mittlerweile alles eingedeutscht? Also das wundert mich, dass noch ein deutscher Server einen englischen Namen hat, ne? Weil, okay, die meisten Server haben halt Eigennamen, ne? Und Nyxia ist halt im Deutschen und im Englischen Onyxia, ja? Und Lothar, Antonidas und so, das sind halt alles Eigennamen, klar. Aber hier Warbringer hätte ich jetzt gedacht, dass das dann eingedeutscht wird. Also ich bin absolut kein Fan von jeden Scheiß einzudeutschen, um das jetzt mal hier klar zu machen. Ich hätte lieber die englischen Originalnamen gelassen bei vielen Sachen, auch Goldshire und solchen Geschichten. Aber gut, sie haben es nun mal geändert und damit muss man leben, ne? Aber bei dem Eindeutschwahn hätte ich halt gedacht, dass sie es wenigstens dann konsequent machen, ne? Was war das nicht, Warbringer? Okay, ich muss nochmal gucken. Ich habe nur kurz drüber gefahren über den Namen. War das nicht Warbringer? Ach, es war gar nicht Warbringer. Restbringer war es. Okay, ja, my bad, aber trotzdem. Aber gut, bleibt sich gleich, ist trotzdem Englisch. Ob es jetzt Wrathbringer oder Warbringer ist. Hast du recht. Aber im Endeffekt bleibt es gleich. Oh, der Schar spawnt. Wisst ihr, was ihr machen könnt, wenn ihr eh beim Schar des Zorns rum seid? Wir können eine Fünf-Mann-Gruppe machen, dann muss nur einer draufhauen. Und dann muss ich nicht draufklicken, weil ich vergib's oft, wenn ich hier am Kämpfen bin und es gerade knapp ist, dann vergimp ich sehr oft. Das können wir eigentlich machen, da würdet ihr mir sogar tatsächlich weiterhelfen, wenn ihr eh auch beim Schar des Zorns rumsteht. Also in dem Raid muss jeder selber draufhauen, aber in einer Fünf-Mann-Gruppe muss sie nur einer taggen, dass du den Loot kriegst quasi. Ich log jetzt auf den nächsten Char. Wenn ihr hier auch noch mit ein paar Chars unterwegs seid, ne? So, kommen wir Mountain jetzt auf und ziehen den Pöbel einfach nach oben. Komm. Obwohl, der läuft eh rüber. Den einen Bluttrinker, den nehmen wir mit hier. Komm, Bluttrinker, da oben gibt's viel Blut zum Trinken. Ich will immer in Bärengestalt gehen, ne? Weil ich das so als Druid gewöhnt bin, dass ich erst loslegen kann, wenn ich vom Mount in die Bärengestalt gehe, aber muss ich ja gar nicht. Schauen wir mal, ob ihr meinen nächsten Char auch seht. Jetzt komme ich nur mit dem Speedy Monk. Das ist der, wo ich damals das Speed Leveling gemacht habe. Vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, wo ich glaube, 48 Minuten waren es von 1 auf 90. Und damit müsste ich immer noch einer der schnellsten sein, die bis jetzt gelevelt haben. Deswegen heißt ja Char Speedy Monk, ja. Und es gibt auch einen Speedy Hunter. Speedy Monk und Speedy Hunter gibt's. Weil der Hunter war der erste, mit dem ich es getestet habe. Da ging es in die Hose. Und dann habe ich den Speedy Monk ausgepackt. So, jetzt geht's einmal runter. Okay, jetzt muss ich babbeln. Warte mal, was hat denn den Heiler verdroschen? Aber wir haben gar keinen Heal hier. Shit. Jetzt geht der Warrior auf die Fresse. Musste babbeln. Hey, warum ist denn der Heiler tot? Ist der Heiler da reingelaufen oder war der da AFK reingestanden? Nee, das geht nicht mehr. Die haben das Level-System abgeändert. Das geht nicht mehr. Leider.
Letztes Mal, wo ich hier drin war, ist auch schon der Heiler hier AFK. Nicht den retzen? Okay, der eine retzt schon. Das ging aber auch nur mit gut Support, ne? Also, es war halt. Hä, warte mal, spawnen die jetzt alle nochmal? Ernsthaft? Warum spawnen denn die jetzt alle nochmal? Die haben wir doch eben alle gekillt. Warte mal, ich muss. Okay, das kann ich jetzt auch noch nicht mal. Ja, jetzt werde ich sterben. Jetzt habe ich nichts mehr. Vielleicht kann ich nochmal desorientieren. Sind denn die jetzt alle nochmal hier gekommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir hatten die eben alle umgeboxt. Na super, Full 4. Jetzt habe ich halt auch nichts mehr. Ich flieg den gerade hin, den Monk. Muss gerade hier bloß gucken, weil wir ein bisschen Trouble haben, weißt du? Bisschen Trouble, so jetzt geht's, jetzt fliegt den Monk rüber. Ja, der steht da gleich. Gleich kannst du gucken, ob du ihn auch siehst. So, jetzt habe ich ihn geplaced. Ja, zweiter Spawn war nicht normal. Irgendwie ist komisch. Eigentlich sollte da nicht zweimal das Ganze kommen. Du siehst ihn. Du kannst mich gerne einladen, wenn du magst. Dann muss nämlich nur einer von uns beiden draufhauen, um jetzt nicht zu sagen, du. ja, lass mal testen, ob das klappt. Dann müssen wir nämlich die gar nicht machen. Ja, die Halskette droppt drüben von der Tusse, ne? Die droppt bei der Tusse. Ah, du bist halt Horde, ja gut, das bringt dann halt nichts. Ja, I see. Das ist klar, das bringt dann nichts. Oh, jetzt bin ich leider nicht mehr erholt, ne? Jetzt ist mein Erholt-Buff weg. Es ist sehr schade. Wo willst du denn hin? Komm mal her hier. So, jetzt müssen wir DK sein und den rangrippen können. Eigentlich könnte ich den Boss dazu pullen, ne? Wenn ich nicht gerade betäubt wäre. Ja. Eigentlich kommen die Schlangen hier immer dazu, ne? Lass mal gucken. Oh, wo will denn der hin? Komm. Zack! Haben wir noch ein Hämmerchen dahinter geworfen und dann war's das. Kennt ihr hier Falstad oder wie der heißt von Hero of the Storm? Dieser Zwerg, der mit Hammern schmeißt, den habe ich ganz am Anfang in Hero of the Storm gespielt, da habe ich mir alle weggehämmert mit dem Typen. Das war noch was. Und später habe ich dann, nee, nicht Anubarak, sondern Dings hier, Abantul. Abantul? Irgendwie so. Ja, ihr wisst mit Namen, habe ich es nicht so. Der ist, glaube ich, aus dem Dings-Universum StarCraft, aber der war ganz cool. Konnte immer so Viecher bauen und so, das war ganz lustig. Abatur, oder wie hieß der? Irgendwie sowas in die Richtung. Irgendwie so in die Richtung hieß der. Das war noch was. Ah, Hero of the Storm habe ich auch ganz gern gespielt. Als so ein Zwischengame quasi, so mal ein bisschen just for fun, ne? Jetzt langfristig ist das, glaube ich, nichts für mich, aber immer mal wieder ein paar Runden. War schon ganz lustig, definitiv. Oder Abatur, irgendwie. Naja, genau weiß ich es nicht mehr. Hässliches Viech halt, aber lustig zu spielen. Vom Gameplay her. Oh, jetzt kriegt er 60% mehr nicht Movement Speed, sondern Angriffstempo. Also, irgendwas ist doch verkehrt mit den Huntern. Sind die alle scheiße? Der ist jetzt unterm Heiler, ne? Also, ich weiß nicht. Irgendwie sind alle Hunter, die wir hier in der Gruppe haben, ziemliche Grütze. Was ist immer der gleiche, der ziemliche Grütze ist? Du brauchst jetzt drüben noch die Mobs, oder? Weil dann kannst du nämlich hier hoch und dann. Oh Scheiße, das ist ein bisschen viel ver. Okay, das ging gerade noch gut. Ich dachte, ich fliege jetzt ganz runter. Den können wir theoretisch auskippen.
Den hier braucht ihr für die Quest, ne? Komm her. Hier musst du echt aufpassen. Hier kannst du nämlich ziemlich viel adden, wenn es blöd läuft. Braucht ihr Gazrilla auch noch? Tiara der Tiefe und Gazrilla ist, glaube ich, die beiden brauchst du hier. Was macht denn die Mieze jetzt? Hat die jetzt. Okay, ja gut dann. Die Mieze hat einfach mal reingeturnt. Ach komm, interrupten. Ich schau mal, ob ich hier hochkomme. Hat's funktioniert? Okay, da kommt Gazrilla. Ah, oh, fuck, ich werde wieder gefrockt hier. Hol den mal hier hinter. Komm mal her. Kennt ihr das bei den Simpsons? Komm mal her. Ah ja, komm mal du her. Kennt ihr das, die Folge? Wo bei dem im Fernsehen quasi Bericht. Ach, scheiße, bin ich schon wieder hier betäubt. Nee, Bubble. Halt, ich muss mir die Bubble bloß wegdrücken, sonst wird jetzt gleich ein anderer zerfleischt. Wo da bei dem TV berichtet wird, wie der niedere Pöbel sich unterhält und der Bart und Homer sich genauso unterhalten. Ach du heilige Scheiße, ich werde halt so am Fallschaden stellen. Ich hasse diesen Boss. Ich glaube, den musst du am besten im Wasserbecken spielen oder du machst das hier drin. Mit dem Druid kann ich halt immer chargen. Mit dem definitiv nicht. Ja, gut. Ja, also als eine Klasse, die nicht chargen kann, musst du im Wasserbecken spielen. Das war jetzt aber auch my bad. Wollt ihr den jetzt noch machen wegen der Quest? Ich habe die zwar auch noch offen, aber 12.000 lohnt sich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ich würde rausgehen und dingsen, oder? Oder wollt ihr jetzt nochmal hinlaufen? Dann müssen wir jetzt ganz außenrum nochmal hatschen. Wollt ihr nochmal hinhatschen? Gebt lieber die anderen Quests ab und lasst dann die nächste Indie noch machen. Oder, ach komm, egal. Ah. Oder wollt ihr jetzt nochmal außenrum? Mir ist egal. Also wir können sie auch machen. Scheiß drauf. Okay, dann lass rausgehen. Dann lass rausgehen. Das ist es dann auch nicht wert. Nee, mich hat jetzt jemand anderer eingeladen, der anscheinend Allianz ist. Ein DK. Ein DK hat mich eingeladen. Gut. Achso, hier wollte ja noch einer mit, ne? Den können wir jetzt noch mal mit reinladen. Taylor Leveling, der mich vorher nicht geschafft hat anzuschreiben. Ja, du, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Was haben wir denn jetzt gemacht? Zweieinhalb Level. Ja, gut, du merkst halt schon, dass es sich länger zieht. Ist noch Platz, 49er Mage. Ja, gut, komm, 49er Mage, rein damit. Cue dich hier rein. Jetzt haben wir 53, 53, 52, ne? Warte mal, jetzt können wir mal gucken, wie hoch es von den Instanzen im Moment ist. Ticken besser. Stream, okay. Das gefällt mir schon mal, den laden wir ein. Jo, ich hab schon gemerkt, dass einer von euch ist. Ein DD-Slot haben wir dann noch. So, wir sind jetzt auch fast bei der Stunde. Ich würde sagen, wir können dann auch gleich den Cut machen. Dann nehmen wir den Mage noch mit, dann sind wir sogar eine volle Gruppe. Dann sind wir tatsächlich eine volle Gruppe. Aber für die Folge werden wir es dann bewenden. An der Stelle, jetzt hauen wir den Shit noch raus. Ah, da. Das spawnt der Schar des Zorns. Na bitte. Du gibst mir jetzt deinen Mount, dann sind alle zufrieden. Oder auch nicht. Er gibt mir keinen Mount. Schade. Sollte nicht sein. Das brauche ich. Warte mal, ist das. Das kann ich nicht verkaufen. Ich dachte mir gerade, das ist irgendwas. Vielleicht ist es irgendwas Tolles. Aber es ist meistens nichts Tolles, was man hier kriegt. Dann irgendwas muss noch höher vom Item-Level sein. Weil sonst wäre hier. Warte mal, das. Ist das höher? Nee, das ist nicht höher. Das ist sonderbar. Komisch. Gerade waren nämlich hier zwei Zahlen gestanden. Das heißt eigentlich meistens, dass ich nicht das Maximum angelegt habe. Gut.
Achso, das kann ich für die Quest spawnen. So, wir lassen es jetzt für die Folge hierbei bewenden. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Euer Tela, bis dann. Ciao.